Das tut jetzt nichts zur Sache, aber sie hat auch immer ungenießbare Kekse zum wöchentlichen Pakt-Picknick mitgebracht. Ha, hier sind die. Getriggert? Ja. Renn nicht vor mir weg, Ketzer! Danke, ich muss mit Steuerung aussteigen. Schauen wir doch mal, was hier so rumliegt. Zeit, was du kriegst! Ist doch noch jemand hier? Komm schon, Schlagschwänze! Wir haben die beim Verwandeln ja volle Energie wieder gekriegt, aber ich beschwere mich jetzt nicht. So, jetzt bin ich gespannt, was der Dude für mich hat an Loot. Die wollte ich liegen lassen. Eventuell dann kommen die spätere Abenteuer, oder? Ich will einfach nur nicht, dass mein Inventar voll ist. Ja, mir auch. Noch jemand, der jetzt Spaß möchte. Die hatte ich ja schon. Okay, das Gebamsel ist nicht so cool. Okay, mache jetzt mal die Quest weg und dann. Hey Joe! Granatenmord hier mit Knallgebräu getränkt. Hoffe, du findest daran gefallen. Du hast der Schickse okay. gezeigt, wo es lang geht. Ich meine Hexe. Was habe ich gesagt? Ach, Schickse. Egal. Sie ist tot. Die Hexe ist tot. Sie frisst keinen Ton. Okay, ich habe einen Skillpunkt gekriegt. Den werde ich einsetzen für Bienen oder für. Anschaden. Kann ich die jetzt ausgeben? Die habe ich ja schon. Ich hätte die beiden hier. Man muss kann gleichstellig sprinten und schießen. Muss erhält eine erhöhte Feuerrate und kritische Schiffschaden. Die hätte ich hier nehmen können. Egal. Die Quest ist automatisch umgesprungen zu. Begib dich zu Villa der Jackson. Jacobs. Jacksons. Sie werden an die Stadt.
Parieren bist du völlig egal. Erwischt. Ich brenne, glaube ich, oder? Ich möchte doch schwer hoffen, dass es in der Wirklichkeit nicht solche Leute gibt, die eventuell Social Media Guys. Ich hoffe, es gibt in der Realität keine Leute, die den Social Media Guys so extrem folgen würden. Obwohl andererseits. Brenne, Mann! Okay, hat nicht so viel gebracht, aber dafür bin ich mich zu beschweren. Kleiner. Und Goliath wieder loslegen lassen. Jetzt kann der schade. Nächster. Ich bin unsterblich! Hab ich gemerkt. Für Tyree! Für den Tod! Und dann noch lieber für die Horde, oder? Vielleicht hätte ich mehr von denen niedermetzeln sollen! Ja, vielleicht. Okay, was bist du denn? Hilfe gesucht. Kann ich hier irgendwo einen Knopf drücken und dann geht das richtig ab da oben oder so? Kommt auf jeden Fall ein Stück weiter hoch. Da. Ups. Ich will nach da oben. Gut, dann nicht. Dann gehe ich erstmal hier zu diesem ersten Punkt. Ich bewundere die Kalypsos dafür, wie sie es geschafft haben, jedes ungebildete Stück Fleisch dazu zu bringen, ihnen blind zu folgen. Da will ein reiches Miststück wie ich fast ihren eigenen Kult. Vielleicht nach meinen Geschäften hier. Ja, schauen wir mal. Entschuldigung. Was ist hier? Ist sowas auf der Karte, das so aussieht wie ein Hive, aber ich habe da vorhin schon geguckt, aber ich weiß nicht, was das ist. Ach ja, das Ding hier. Bla bla, Alien-Scheiß, was auch immer. Genau, das war das Alien-Zeugs, das ich nicht lesen kann. Drittwaffen und Viertwaffen. Der Markus macht auch Werbung. Bis zum geht nicht mehr. Für
Viel Glück im nächsten Leben. Zeit für eine Kerbe. Ich muss hier hoch, ne? War ja eigentlich schon auf dem richtigen Weg und hat mich wieder ablenken lassen. Von Dingen, die ich nicht lesen kann. Irgendwann lese ich das bestimmt, lerne ich das bestimmt, wie ich das lesen kann. Der hat einen Namen. Der Name. Naja, kommt bestimmt noch mal wieder, oder ich habe die Quest schon erledigt, dann wenn ich sie annehmen. Ich bin noch zu sehen, gut. Ich wollte zur Schwester. Zum Jacobs anwesen. Ja, hi. Ein Feuerwerk nervt. What? Wer denn jetzt hier? Ja. Aber mich nicht heute, hey. Genau. Danke. Nächster. Die ich noch nie gebaut habe. Oh, das war, ne? Gisela! Da blutet mir das Herz aus. Ja. Ich bin fast in der Villa. Es gibt hier eine ziemlich enge unterirdische Passage. Das Gebäude hat mehr Eingänge als eine Hure in einem Bordell für Tintenfische, wenn man keinen Wert auf Bewegungsfreiheit legt. Beim Thema Penner fällt mir ein, während du Aurelia ablenkst, werde ich den Bühnensaal im Theaterflügel durchsuchen. Mein Vater hatte ein Arbeitszimmer unter der Bühne versteckt. Wenn es einen Hinweis auf den Kammerschlüssel gibt, dann dort. Ich darf jetzt hier runter und den Flügel kriegen und es kommen mir 500 Leute entgegen. Ich kann jederzeit runterfallen. Das wird lustig. Es kommen keine 500 Leute mehr entgegen. Wird jetzt hier irgendjemand was erwartet? Ich bin drinnen. Es macht mich nicht glücklich zu sehen, wie diese Harpie ihr Unwesen in meinen Ahnenhallen treibt. Sie hat die Familienporträts entsorgt, als wären sie Schlachtabfälle. Was würde ich dafür geben, sie mit meiner Schrotflinte bekannt zu machen? Guten Abend. Als ich eines Tages auf dem Weg zum Anwesen bin, höre ich jemanden schießen und fluchen. Ich gehe um die Ecke und sehe seinen Sohn Wainwright, der versucht, mit einer Pistole Dosen von einem Zaun zu schießen. Ich bin ja kein Revolverheld, aber der Junge hatte überhaupt kein Zielwasser. Er blinzelt, leckt sich die Lippen, flucht und meint, dass er nie ein Jacobs sein wird. Dann merke ich auch, warum. Der Kleine ist auf einem Auge blind. Also gehe ich hin und sage, hey Junge, versuch's doch mal mit einer Schrotflinte. Das sollte klappen. Und hier werde ich jetzt nicht runterspringen, weil ich will zum Anwesen. Ja, ein schönes Spiel mit verrückten Leuten und vielen Geschichten. Ich mag Borderlands. 1, 2, 3, Pre-Sequel, Post-Sequel, was auch immer noch kommt, also ich werde alles mitnehmen hier. Ich habe selbst die, habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, Tales from the Borderlands gespielt, was ach, der gibt um. Ja, von Telltale Games ist. Und hier ist irgendwie eine Ecke,
Bestimmt zu irgendwas Gutes. Da oben komme ich nicht rauf. Okay. Herzlich willkommen bei den Jacobs. Und dann darf ich gleich die wunderbare Schwester kennenlernen. Mir bestimmt wieder was erzählt gleich über Lautsprecher. Funk. Okay, hier ist ein Bereich, den ich nicht betreten kann, weil der nicht auf der Karte markiert ist. Warum ist hier so ein... Das ist bestimmt die Klingel. Die ganz komisch aussieht. Genau rechtzeitig, Kammerjäger. Bitte, komm herein. Na klar. Bei diesem Weib klingt sogar Gastfreundlichkeit unheimlich. Aber spiel ihr Spielchen mit, solange ich den Bühnensaal durchsuche. Fatal Error. Ich bin gleich bei dir. Warte im Speisesaal auf mich und dann reden wir über dein Geld. Hurre. Keine Ahnung, wo der Speisesaal ist. Ich nehme eh schon mal alles mit, was nicht im Nagelfest ist, wie es ja immer so ist. Und lass mir einen erzählen. Vom Audiolog. Also, Clayton, du wolltest mich sprechen? Clay reicht. Der alte Monty hat gerade ein großzügiges Angebot für die Jacobs Corporation bekommen. Er hat natürlich abgelehnt, aber ich dachte, du solltest wissen, dass es von Aurelia Hammerlock kam. Ich versichere dir, Jacobs ist dir ziemlich egal. Dabei geht es um mich. Da bin ich schon selbst drauf gekommen. Aber deine Schwester scheint nicht lange zu fackeln. Du kennst sie, Alistair. Ist das das Ende oder der Anfang? Die Echse. Ich kann dir nicht folgen. Als wir noch Kinder waren, haben meine Schwester und ich eine super seltene Echse in dem Wald bei unserem Haus gefunden. Ein prächtiges Exemplar. Aurelia wollte sie als Haustier behalten, aber meine Schwester war noch nie gut darin, sagen wir mal, Leben zu kultivieren. Also habe ich die Echse heimlich gefüttert, obwohl sie darauf bestand, es sei ihr Haustier. Ich baute ein passendes Gehege mit natürlicher Vegetation, dem richtigen Verhältnis von Wasser und Sonnenlicht und natürlich genügend Futterquellen. Doch eines Tages fand ich die Echse tot darin liegen. Das Wasserniveau war viel zu hoch. Und da, wo sie verzweifelt nach Luft gerungen hatte, waren Kratzspuren im Glas. Und du hast dir die Schuld dafür gegeben? Das hab ich, damals. Erst später wurde mir klar, was meine Schwester getan hatte. Sie hatte einen Eisblock in das Gehege eingelassen, der langsam geschmolzen war. So war die Echse gezwungen, immer höher zu klettern, bis es zu spät war. Wenn sie sie einfach hätte töten wollen, hätte sie es tun können. Aber das ist nicht ihre Art. Ja. Aurelia wollte, dass mir die Schuld gegeben würde. Nur gut, dass wir keine Echsen sind. Scharf beobachtet. Aber jetzt, ich frage mich, wie hoch das Wasser wohl schon gestiegen ist. Ja, ich auch. Apropos hochgestiegen. Hier ist eine Tür. Wieder so ein komisches... Kann ich schießen? Ja, ich kann schießen, aber es passiert nichts. Und hier ist ein Bild von ihr. Und da ist mein Ziel. Und hier sind noch andere Räume. Auch hübsch. Zack, zack, zack. Eine neue Waffe. Oder vier. Nimm nur die gelbe mit, danke. Obwohl. Dann wollen wir mal zu ihr. Ach, guck mal, hey. Verdammt! Du solltest mal dein dummes Gesicht sehen. Der Kammerdieb! Wie abgemacht! Nicht schlecht, Baronin. Ach so, es ist eine Falle. Aber du schuldest uns einen Schlüssel. Ich arbeite gerade daran. Na, und ich will dich nicht stören. Ist schon wieder Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Das ist super.
Wir konnten uns ja noch nicht so richtig kennenlernen, was? Tai hat die meiste Zeit geredet. Ja, du bist Parasit, hab ich schon mitgekriegt. Als wäre sie das Zentrum der Galaxis und der Rest von uns umkreist sie nur. Doch, das ändert sich. Sieh mich nur mal an. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Was ist das? Was ist das? Deine Sirene? Sie wusste nicht, was sie hatte. Mit dieser Kraft kann ich die Sterne vom Scheißhimmel holen. Okay. Weißt du, Tyrene will dich weiter mitspielen lassen. Ja, ein wenig Konkurrenz stachelt unsere Anhänger an. Aber ich steige aus. Nein, nicht mit mir. Keine Lust mehr auf Reste vom Tisch. Zieh deine Waffe, Abschaum! Ja, schön einen verpasst. Bring dich um! Komm und hol mich, dreckiger Bastard! Ich darf nicht mitspielen. Okay. Neuer Plan. Du durchsuchst den Bühnensaal und ich lass dieses Rattengesicht hier herumlaufen wie einen Jabba, der in Flammen steht. Guter Plan. Wie wär's etwas intim? Sag mein Kater! Ich wünschte, ich hätte sie gezeugt. Der nächste, bitte. Ich komme wieder! Ich hab den Goliath erledigt. Viele werden sterben! Hätte ich euch nicht wirklich zugetraut, da drüben. Bin ich nicht alleine! Ja, was kommt denn dann noch alles? Wo die beiden auch immerhin sind, ist mir egal. Links ist ein Quest. Sie entkommen, Kinder der Kammer, wacht endlich auf und fangt an zu schießen. Tötet den Kammerjäger. Okay. Aurelia eliminiert die Hilfskräfte. Was verbirgt sie? Okay. Wir haben hier eine Leiche, Wainwright. Aber das ist ja Baldrin, unser Butler. Er wusste, wo alle Leichen begraben wurden. Und jetzt hat er sich ihnen wohl angeschlossen. Mein Vater hat ihn immer verdächtigt, unsere Gespräche aufzuzeichnen. Mal sehen, ob er auch sein eigenes Ende aufgezeichnet hat. Okay. Ach, das ist so eine... Okay. Selbstschussanlage. Erwischt und abserviert. Oh, nicht beide. Da steht jetzt begeblich zum Theater, finde ich, kann man schon so Hinweis. Will ich aber gar nicht. Ich will jetzt erstmal hier das die Hinweise finden. Und meine Ulti ist gleich wieder ready. Nice. So, hier befindet sich jetzt irgendwo. Tempo wechseln.
Oh. Aha, die Statue da ist verwanzt. Die Aufnahmen werden sicher an den Safe da drüben weitergegeben. Er ist dreifach gesichert, also finde die drei Verschlüsse, um ihn zu öffnen. Okay. Nicht schlecht. Muss ich nur noch den in der Mitte finden. Würde mich nicht wundern, wenn der oben ist. Oder auch da. Und jetzt ist die Truhe offen. Okay. Leider ist das Einstellungsverfahren zurzeit auf Eis gelegt. Waldrin war auf seine Art ein loyaler Diener. Wenn er belastendes Material gegen Aurelia hatte, hätte er es dem übrigen Personal zur Verwahrung anvertraut. Sieh in den Dienstbotenzimmern nach. Mache ich doch gerne. Und dafür gucke ich jetzt mal die Karte. Da hinten. Und die Hauptquest sagt mir, ich muss nach da hinten. Ich lasse mal da hin. Weil es um die Ecke ist. Wo ich sowieso lang muss, fällt mir gerade auf. Noch mehr Geld. 72. Was soll ich denn mit 72.000 Geld? Egal. Für irgendwas ist es immer nütze. Und lang werde ich es bestimmt nicht behalten. Was ist das denn? Hey, Rattenjunge! Bist du nicht der, der immer an der Zitze seiner Schwester nuckeln muss, um zu überleben? Stirb im Dreck! Und wieder ist das Inventar voll. Ach ja, ich verfolge ihn ja, ne? Ne, Moment mal, das heißt, ich gehe jetzt raus. Ich will aber nicht raus. Ich will jetzt erstmal. Dann doch hier durcheiern. Noch mehr Waffen. Müsste jetzt hier durch können, ne? Ach, das wäre so schön. Weil die Türen sind alle zu. Dann muss ich ja doch hier erstmal lang. Ist auch zu, ja? Hier ist ein Fenster. Ein Speicherpunkt. Ein Tresor. Und wieder was geschafft. Ja, ich loote, was bis zum geht nicht mehr jetzt. Ja, oh. Komm ich jetzt doch zu denen. Räumen. Okay, schießen. Das Grab!
für alle. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde eh bei beiden Quests auf den richtigen Pfad geleitet. Dann lasse ich den anderen an mit den Kartieren. Zack, zack. Hallo Goliath. Sieht ein bisschen aus wie Cyberpunk. Und nicht nur innen, ja. Töte Feinde mit Assault Rifles 400. Die mag ich, die anderen haben ja schon verloren. Achso, das ist ja das Granatdings. Sekunde. Ich hätte da gerne eine andere Waffe. Statt der hier. Nee, statt. Der da. Dann nehme ich doch. Ja. Der Schuss gefällt mir.